So, die Fische sind jetzt küchenfertig. Jetzt werden sie eingefroren. Nächste Woche werden sie dann rausgeholt und dann vorbereitet zum Räuchern. Moin, moin. Die Störangler sind heute beim Räuchern. Luca S. bereitet alles vor. Seine Mama hat gestern die Fische eingelegt in Salzlake und Luca wird jetzt die Fische nochmal nachbearbeiten. Luca, wie machst du das? Ich mache sie nochmal mit Küchenrolle nochmal abtupfen. Ja. Und dann lege ich sie noch ein bisschen an die Luft, dann trocknen sie noch ein bisschen. Ja, sehr schön. Ich zeige das nochmal. Hier sind die Kettfische, Katzenwelse, gesäubert. Und trocknen jetzt nochmal. Und dann kommen sie nachher auch in den Räucherofen. Danke. So, die Fische sind jetzt vorbereitet, sind eingehakt, trocknen nochmal durch und dann geht das los. So, Luca hängt jetzt die Fische rein, erstmal zum Nachttrocknen. Der Rauch ist jetzt auch hell geworden. Alles gut. Die Tonne wurde nochmal ausgedampft. Und jetzt werden die Fische reingehangen, dass sie nochmal so circa 20 Minuten durchtrocknen. Und dann kommen wir zum Räuchern. Platz ist da für 11 Fische, auch in so einer Räuchertonne. So, jetzt haben wir die 80 Grad. Und anderthalb Stunde werden die jetzt geräuchert, die Fische. So ein schöner Blick in die Räuchertonne. Die Fische sind jetzt fertig. Luca wird sie gleich rausnehmen und dann betrachten wir sie. So, Luca nimmt jetzt die fertig geräucherten Fische raus. Legt sie hier rauf, dass sie dann nochmal schön abkühlen können. Ja, das sieht ja prächtig aus. Wieder fast anderthalb Stunden geräuchert. So soll das sein. Bist du zufrieden, Luca? Klar. Sehr schön. So, die Fische sind fertig. Man sieht auch, die Haut löst sich. So soll das sein. Mal schauen, wie die Katzenwelse Catfish schmeckt. Wir sind gespannt. Danke.